Can you tell me your name? Verdammt! Nichts funktioniert. Nichts funktioniert. Naja, wo ist es? Funktioniert. Ja, damn it, nicht bei meinem Schreiben funktioniert. Ich weiß nicht mal, ob ich auch. Nichts F. Verdammt, nichts F. Okay. Das ist nicht mal in Deutsch. Ich kann nicht sagen, was ich für dich gewählt hätte, aber wenn das dein Name ist, dann ist dein Name. Ich bin Doc Mitchell. Willkommen zu Good Springs. Ich habe extra die 10-minütige 10 GB deutsche Version nochmal zum zweiten Mal runtergeladen. Ja, und sie funktioniert einfach nicht. Jetzt bin ich wieder auf. Im Englischen. Das spricht nicht Deutsch. Also, das hier ist ein permadeath Run. Und ich werde es mir einfach sowas von verkacken. Next. Customize. Das war nicht Customization. Randomize. Der. Yes. Die looken alle. Schon alle miserables. Ich spreche schon wieder Deutsch. Yes. Gar. Well, I got most of it right anyway. Stuff nehme das als Aufwärmrunde für die wahre englische Primitive Challenge. Aber ich habe es mir selbst versprochen und Leuten versprochen, dass ich sie deutsch mache das nächste Mal, wenn ich, nachdem ich gestorben bin. Und jetzt nach 30 Minuten Troubleshooting und so ein Zeug kann ich es noch immer nicht in Deutsch spielen. Repair, okay, ich kann mir Repair zusammenstellen, dann kriege ich das. Ich schätze, ja, Sprache wird gerade ziemlich egal sein. Also, da Bran ist so aggressiv zu spielen, dass ich sowieso sofort sterbe. Und ich muss so mal rausschauen. Und schauen, ob... Oh, yeah. Gimme. Ob ich es nicht doch noch in Deutsch kriege, das Spiel. Verdammt. Das ist nicht cool so, Bro. Okay, wir haben Strength. Die Kraft. Deception ist gut für alles, was ich will. Also hoch mit der Deception. Ich habe das noch nie mit Maus und Keyboard gespielt. Na, Bummer. Die Mods habe ich getestet mit Maus und Keyboard. Charisma braucht man nicht. Ich mach mal laut schreit. Medicine, Repair, Science. Also mal Intelligenz. Und Waffen. Ah, Sneak ist nicht schlecht. Luck geben wir diesmal ganz runter. Und gehen den Rest noch in Ausdauer, Agility. Agility ist nicht Ausdauer. Agility ist Beweglichkeit, Endurance ist Ausdauer hinein. Gut. 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 Huh. Must be some frontal lobe damage. Well, we know your vitals are good. But that don't mean them bullets didn't leave you nutter than a bighorn are dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? Was sagst du dafür, dass ich einfach mal speichere und versuche nochmal das Spiel in Deutsch zu starten. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Safe ist da, safe ist da. Ich raus, exit game. Mal schauen, ob es mich in meine Aufnahme kickt. Also, German Version. Starten wir diesmal hier. Nichts passiert. Nichts passiert. Das ist auf keinen Fall Deutsch. Spielen. Okay. Passiert was? Passiert was?
Nein. Ach Gott, ich probier's nochmal. Spiel sagt nein. Spiel sagt. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Spiel sagt nein. Ich darf das nicht in Deutsch spielen. Ah, oh, der Epic Store. Der verkackt dir alles. Die ganzen Mods. Weil ich habe kurz davor haufenweise Troubleshooting-Probleme gehabt. Ich habe es mir in Deutsch runtergeladen, extra zu den Mods und zur englischen Version. Und wollte es in Deutsch dann spielen und dadurch wurden dann meine Mods unfunktionierbar. Oh je, oh je. Ich muss die Steuerung sowieso lernen. Das ist eine gute Aufwärmrunde. Dann habe ich herumgeschaut, dass ich das Spiel wieder zum Laufen kriege. Ist nicht zum Laufen gegangen. Hab die Mods alle gelöscht, die ich eigentlich verwenden wollte für das englische Let's Play. Permadeath Run. Nichts funktioniert mehr. Und jetzt funktioniert nicht mal die deutsche Version. That's life, man. So viel Troubleshooting. Oh, yes, I'll take it. Ich raube dich aus, alter Mann. Also vor einem Jahr habe ich gesagt, wenn ich bei meinem englischen Permadeath Run von Fallout New Vegas nochmal sterbe, beim dritten oder so Versuch, dass ich nicht einmal in Deutsch spielen werde, jetzt muss ich zu meinem Wort stehen. Naja, es glitscht alles, es funktioniert nicht ganz. Was soll ich tun? Alright. Das matter. Es ist eh mir egal, ich werde sowieso aussuchen, was ich will. Ich bin ein Ja-Mann. Ich bin ein Yes-Man. Let me skip through that. It has no appeal. Everybody knows this game. Melee weapons, speech, survival. Hell no. Medicine, guns. Let's repair. Repair. There we go. Done. Before I turn you loose, I need one more thing from you. You got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Das Erste, was ich tun werde, ist mal alles zu zerlegen. Wild Wasteland. Und was noch? Ja. Passt schon. Alright, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out. Mal schauen, was wir als Rüstung haben. Nichts, ich darf nichts auswählen noch. Kann ich dich jetzt nehmen? There we go. Ich gotta remember that. Ah, nicht im Englischen reden. Deutsches Spiel. Mach auf, alter Mann. Deutsch, Patrick. Ja, danke. Oh, Hardcore Mode, natürlich. Deswegen sind wir hier. Au, das ist ein epic Ding anscheinend. Bleh. Why don't you flashbang me? Gute Arbeit, Spiel. Yep. Danke. Cool. Und da haben wir. Bleh. Nochmal Victor. Ich kenn mich aus, Mann. Ich kenn mich aus. Überhaupt habe ich DLC Loot. Verdammt gute DLC-Loot. Ja, schau, da können wir gleich mal durchbrennen. Okay, wie war ein Hot... Das war nicht Hotkey, das war nicht Hotkey. Dammit. Ah, gut, dass ich mir das anschaue erst. Ja, danke, ich weiß. Ist cool. Ist cool. Also. Wie mache ich das auf Hotkey? Okay. Natürlich brauchen wir das als Granaten-Rifle-Ding. Okay, ich will das hier haben. Throwing Spear werden verkauft. 5 und Stimpaks auf 9.
Aha. Das werde ich mir nie merken. 6C. Verdammt. So viele Tasten, die ich nicht mehr weiß, wie man sie drückt. Ah, okay. Zeit, dass wir mal was verkaufen, weil wir jetzt schon so viel wiegen. Wie viel haben wir im Inventory? Im Inventar. Ach nein, wir wiegen doch nicht so viel. Man kann doch nicht sprinten, was keine Mods hier gibt. Ja, danke. Ist cool, ist cool. Mir bringt meine Waffe raus. Verdammt, habe ich das Spiel seit 2 Wochen gerade nicht gespielt und schon alles vergessen. Das ist gut Geld. Und wir sind so langsam. Ich darf noch nichts rausstehlen. So verdammt langsam. Okay, zuerst verkaufen. Ich will gar nichts reden. Was brauche ich nicht? Dich. Ich spiele ohne Nahkampfwaffen. Auf das kacke ich auch. Du hast keinen Wert. Die Sachen könnte ich behalten. Dafür war ich. Ich werde dich behalten. Dass ich ein bisschen abwechseln kann. Cherry Bomb. Sicher, warum nicht? Dich brauche ich. Wonder Clue. Keine Energie. Waffen diesmal. Das habe ich gleich letztes Mal probiert. Und danke. Nein, nein. X. Give me a shout if you need anything else. Nein. Take it easy now. Nein, ich werde so aggressiv gerade nur einfach alles niedermotzen. Dass es dann eigentlich eh schon egal ist. Verdammt, ist man langsam in diesem Spiel. Wo ist denn die... Ich meine, ich hätte mir ein Messer behalten können, damit ich Stealth Damage sowieso besser mache. Okay. Okay. Finde ich hier schon mal wen zum Zerlegen. Nein. Aber Sachen zum Lockpicken. Das ich nicht machen kann. Zu dumm, der Junge. Der Junge hat mal nichts gelernt. Nichts wert. Alles egal. Aggressiv. So aggressiv. Wie es nur geht. Hier brauchen wir nicht. Purify Water ist good stuff. Gutes Zeug. Nicht in Häuser reinzuschleichen. Leute zu killen. Wie dieses Big Horn hier. Was mich wahrscheinlich gleich mal zerlegt. Okay. Was ist das? Ah ja. Okay, ja, ich mache viel Schaden. Gut, 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 gut. Ein Turn. Nein. Okay, doch. Unser erster Kill. Verdammt, ist das ungetextured. Eine Experience. Noch mehr fürs Big Corner Meat. Dann Victor noch schnell ausrauben. Verdammt. Jetzt brauche ich einen Sprint-Mod. Weiß gar nicht, ob ich das zu viel spielen werde jetzt, das Spiel noch, nachdem alles schon wieder abgekockt ist. Mit Mods und so. Und kein Radio natürlich, darf ich nicht. Ich sofort einen Copyright Strike und das Geld, das ich sowieso nicht verdiene, würde mir weggenommen werden. Falls ich es mal verdienen würde. Das gibt Geld. I should just take it all. Scrap Metal für Edie, weil wir da sicher hinkommen werden. Weapon Repair Kit. Na, alles in Englisch natürlich. Und dort der Big Horn. Ach, ich bin so langsam. Das kann ich, glaube ich, mir das Spiel nochmal aufmodden will. Wer bist du?
Muss ich warten, bis ich wen von denen im Haus treffe. Bin ins Dorf gehe. Ja, schlaft gerade keiner. Sind alle brav draußen am Arbeiten. Ah, ist mir doch egal. Zeigt mich doch an. So viele Bighorner hier. Ja. Oh ja. Yeah. Ja, wer hat mich gesehen? Die Bighorner? Können mir doch gar nichts. Die Waffe. Nein, das ist Auto-Walk. Wo ist seine 9mm? Nein, Magnum wollte ich. Wir können damit keinen Reden sprechen. Eine Muni. Wo habe ich Muni? 9mm. Ist gut, wenn ich mir das aufbehalte. So wie dieses Ding. 10mm. Kommt den Caravan-Shotgun. Ja, natürlich Caravan-Shotgun am besten. Er rennt weg. Oh. Wahrscheinlich nichts verkaufen dann. Und Daisy Pete sitzt da drüben, also es ist Zeit. Das Granatenreifel. Das ist, hat nicht wirklich die Reichweite. Verdammte Tasten. Ach, komm schon. Dann wirst du wohl einmal treffen, oder? Ja, ja, gut. Gut, gut. Easy Pete ist am Ende. Oh, okay. Oh, schreck mich. Hast du recht. Oh. Uff, wieder Ruhe. Ah, hab wieder meine Ruhe. Interessant zu wissen. Ah. Der Händler mir noch Sachen verkaufen wird. Sonst muss ich mir einen anderen Händler suchen. Schau dir diese Summe an. So ein geiles Ding. Nette Westernmusik, du. Auch. Schon fast komisch für mich, dass ich jetzt wieder mal was Deutsches mache. Das letzte deutsche Let's Play war, glaube ich. Was war's? Mass Effect Andromeda? Stray letzten Sommer? Das habe ich kurz noch in Deutsch durchgespielt, gleichzeitig während ich das Englische gemacht habe. Total krank natürlich. Outriders habe ich kurz Deutsch durchgespielt. War nur 4 Stunden, also wird's leer. Ah, das war's Gute. Alles gehört mir. Überhaupt die Mantis, die ich nicht genommen habe gerade.
Warum sollte ich zu den ganzen guten Sachen Nein sagen? Ah, die Bordergänger werden hier nichts mehr zum Looten haben. Der Einzige, der wirklich gefährlich drin ist, ist der Typ hinten in der Tankstelle. Ah ja, Schulgebäude. Da könnte ich ja eigentlich reingehen. Zum Looten. Und leichte Gegner drin. Das nehme ich für die. Das Messer. Na, PPP-Gun. Das tut null Schaden. Kann ich gleich messern. Oh, ich würde sogar sprinten. Aber nein. Nein, Mann. Die draufsteigen und die werden tot. Genau so. Genau so. Nochmal draufsteigen. Okay. Ach, das werde ich gar nicht looten, weil ich den nicht verkaufen kann. Der wird mich wahrscheinlich sofort anschießen mit seiner Überloot. Wenn es kein Gewicht hat, ist es immer was wert. Die goldene Regel. Alles, was kein Gewicht hat in diesem Spiel, überhaupt bei Survival Hardcore, hat immer einen Wert. Ach du. Ich weiß ja gar nichts. Programmers Digest. Hobby Pen. Wie schauen meine Fähigkeiten denn aus? Science. Das heißt, da kann ich mir ein Buch reinziehen und das dann machen, obwohl es das nicht wirklich so wert ist. Da sind ja bei 8 dabei. Energy Weapons. There we go. Da haben wir es jetzt. Tasten, die richtigen muss ich noch treffen. Ich weiß, wie man das macht. Ich weiß, wie man das macht. Bastion. 3 von 7. Trading, 4 von 7, also es ist ein Ingwood. Okay. Jetzt muss ich die anderen Stellen wieder finden. Oh nein. Oder neu starten. Hoffen, dass es wieder ein Ingwood ist. Ja, Suche sind wieder da. Ingwood, Morning, Trading. Nein. Mankind. Das ist doch ziemlich ähnlich. Nein. Landing. 5 von 7. Raiding. Das tun wir. Genau das tun wir hier. Uns doch die verdammte Stadt durchraiden. Genauso wie das niemand spielen würde. Ein Wert. Stealth Boy. Der nasse Stein. The Whetstone. Ich kann das nicht verkaufen. Aufzudrücken. So, du Züchtiger. Luke. Die Loot-Geilheit. Groß. Damals, wie ich das Fallout 3 Aspermont of Challenge gespielt habe, in Deutsch und geschafft. Ohne zu sterben bis zum End. Haufenweise Crashes. War was anderes. Die kann man nicht zählen. Habe ich für verschiedene Parts, fast 10 Parts, ne? Knappheit gehabt, eine Haarklammer-Knappheit. Okay, er greift mich nicht an. Gut, 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 gut. Und die verdammte Haarklammer-Knappheit. Mich fast das Leben gekostet. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nur haufenweise Saves und so. Nur meine Companions hat alles das Leben gekostet. Okay, jetzt brauche ich was Gutes.
Oh, es macht sowieso das am meisten Schaden. Nein, eigentlich gar nicht. Die kann ich nehmen. Und dann schauen wir mal, ob der Händler auf uns schießt oder nicht. Das wäre nicht gut. Dann haben wir schon mal das erste Problem. Ich nehme an. Ich hab keinen. Karma. Ah, ist eh schon egal, das Karma. Wird dann interessant, ob Sunny auf uns schießt. Found you. Ja. Er ist kein Fan. Okay. Wir können hier nichts verkaufen. Ah, schade eigentlich. Ich komme später nochmal, um hier zu looten. Schade eigentlich. Schätze, dass ich gar nicht... Wo gibt's denn die nächste Verkaufsstelle? Bei den Powdergängern? Und im Casino. Das heißt, dass Sunny mich dann auch wahrscheinlich umbringen will. Komischer Start, aber irgendwie nicht so schlecht. Irgendwie läuft's. Das sind die guten Waffen. Nicht wert. Die ich von den DLCs bekommen habe. Die guten DLC-Waffen. Ob Doc Mitchell mich angreifen wird? Den könnte ich noch abchecken. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah, verdammt, fast schon mit Wasser leer. Eigentlich wollte ich mir einen Timer stellen, dass ich so eine Stunde oder so zocke. Oder 30 Minuten. Da ich das sowieso bis jetzt schon überlebt habe. Und einfach alles, alles zerlege. Würde alles abmutzen. Okay, ich bringe eine Schaufel das nächste Mal. Die anscheinend umsonst drauf. Schaut nach Selbstmord aus. Gehen wir runter. Ah ja. Das schaut nach Selbstmord aus. Okay. Zu viel Selbstmord ist dann auch nicht cool. Gehen wir mal schauen, ob Doc Mitchell uns noch Sachen verkauft. Bevor wir mit Sunny reden. Was auf jeden Fall hässlichst wird. Und ich muss mir wahrscheinlich ziemlich sicher mal ein Stimpack dann reinhauen oder andere Drogen, um das zu überleben. Mailbox, nein. Dann nehmen wir eine Shotgun. Habe ich noch mehr Money? Ja. Okay, cool. Welcome back. Ah, danke, mein Retter. Den kann ich Sachen verkaufen. Ist cool, ist cool. Den kann ich miteinander reparieren nochmal. Sollte kein Problem sein. Bibi brauchen wir nicht. Dynamit werden wir uns nur selbst beschädigen. Knife behalten wir mal. Wo ist die Single Shotgun? Ah, die kann ich ihm nicht verkaufen, weil sie gestohlen ist. Brauchen definitiv den Cowboy-Hut. Baseball Glove, Cigarettes, weg damit. Er hat kein Geld mehr. Gib mir eins von denen. Ich habe ganz vergessen, was ich brauche für noch einen von denen. Scrap Metal hätte ich gebraucht, Sensor Modul brauche ich für ED, falls ich dort überhaupt hinkomme. Okay, Munition, BB. Da hast du. Isel, nein. Gehen wir nochmal was hier verkaufen. Nicht so schlechtes Zeug. Nicht so schlechtes Zeug. Okay.
Danke, Doktor. Du bist ein cooler Typ. Viel Spaß noch. Du bleibst am Leben. Alle anderen werden mit ihren Gehirn an der Decke kleben. Verdammt, jetzt brauche ich 2 Minuten, bis ich zum Salon rüberkomme mit der langsamen Geschwindigkeit im Spiel. Das einzige Problem ist bei diesem Spiel, ich kann die Windows-Taste nicht drücken und ich weiß nie, ob ich wirklich aufnehme oder nicht dann mittendrin, was ich gerne oft 3-mal checke. Okay, kriechen wir rein. Ha! Wirklich? Cheyenne, stay. Ah. Ja. Okay. Okay. Interessant. Damit hätte ich gerade nicht gerechnet. Jukebox macht keine Sounds. Was sieht es aus? Muss jetzt Sunset Sarsaparilla Bottles zerlegen. Now, see the Sarsaparilla Bottles on the fence there? That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you... Okay, let's go. Warum nicht? Kann ich einen Hund sterben lassen? Ist eine gute Taktik. Kriege ich XP. Dann kann ich alle umbringen. Ich mag Sunny. Schade, dass sie nie als Companion im Base Game zur Verfügung war. Wow. Und verdammt, da das ewig. Das wäre cool gewesen. Jetzt werde ich sie umbringen, bevor ich zum Salon gehe, zurück. Und den Hund sterben lassen. Schau, wie schnell der ist. Wie kommt man da hinterher? Kann ich nicht mal Bunny jumpen? Jumpen, soweit. Come on. Renn voraus, Hund. Kamikaze Dog. Kami Hund. Sehr gut, Patrick. Sehr gut. Ah, bist du langsam. Verdammt, ist das langsam. Ich muss mir eine schnellere Gehgeschwindigkeit einstellen. Gibt sicher das Mord. Nicht stecken bleiben. Nicht Sunny anvisieren. Nein, Mann. Ich sehe sie. Kommen die gar nicht? So. Was zum Teufel? Die kommen gar nicht. Hear that up on the ridge behind me? Yep. Sie kriecht. Okay. Go give him hell. Tu ich schon. Versteckt sich nur. Verdammt, ist man langsam. Das ist da ja. Easy. Und ja, mit dem gesunden Wasser. Danke. Na, dann brauche ich nicht looten. Verdammt, sie haben nicht mal mitgeholfen. Aber danke für die Gratiswaffe. Ach, das ist so langsam. Gott. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Smorten. Shouldn't take. Come with. Muss das Spiel morden. Du hast bis jetzt noch nichts getan, Mädel.
Mach was. Die deutsche Version ist schwieriger zu morden übrigens. Das ist eine andere Version, No-Go-Version. Keine extremen Blutsachen-Version. Das war's doch nicht, oder? Nice. Jackpot. Take all. Nochmal drücken. Take all. Ranch schaut nicht gut aus. Sunny wird auf Offensive vielleicht. Wo ist Sunny? Hier unten. Ja, yep, Sunny geht auf Offensive. Ich glaube nicht mal, dass Sunny das überleben wird. Come on. Muss sie dann manuell töten. Ich habe den High Ground, Geckos. Verdammt. 60. Wo sind die Beine? Beine müssen getroffen werden. Sehr schön. Ich habe sogar das Mädel gerettet. Ah, verdammt. Bin zu gut. Fallschaden wird mich umbringen. Now that was some good work. Here's one more thing. Thought I might teach you about living off the land. Ah, right, sicher. Gib mir dein Geld. Holy moly. Na, ich hab gute Rip. Nee, verdammt. Ah, krieg ich noch einen guten Rip Edition? Bevor ich alle umbringe. Okay, was muss ich finden? Ja, verdammt. Ja, verdammt. Immer rauf, da. Na, brauche Schaufel. Brauche Schaufel. Da war doch irgendwo welche. Eine hier drin. Beim Shop. Sonst vergessen die anderen Sachen mitzunehmen. Das ist doch eine Schaufel für mich, oder? Wo ist deine Schaufel? Ah, schau. Kann ich wahrscheinlich wieder links verkaufen. Money. Ein anderes Mal. Ich habe fast das ganze Dorf umgebracht. Eine Schaufel. Ja, eine Schaufel. Irgendwann werden wir eine finden. Und ich lebe noch immer. Und Sunny muss dran glauben. Ich werde wahrscheinlich nicht mal den Inventarplatz haben, um sie zu looten. Aber hilft ja nichts. Wir haben schon dieses Permadev so gestartet. So wird es auch beendet. Easy. Also eines kann ich gleich sagen. Ich habe es davor immer mit Controller gespielt und mit Maus ist es so einfach. Oh, mit Controller trifft man fast gar nichts. Und mit der Maus. Das Gurt-Tier-Sniper-Aim. Item Condition, ja, yeah, sieht. Damit. Ah. Oh, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Oh je. Yeah. Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Okay, jetzt bin ich im Eimer. Oh nein.
gedrückt. Oder K. Scheibenkleister. Ah, okay. Na, endlich. Ah, was für ein Dreck. Gott. Maus, Tastatur gelobt und dann drücke ich schon irgendwie einen Schwachsinn, der mich in Schwierigkeiten bringt. Gibt da noch was? Du. Das Teil, das mich nicht treffen darf. Weil ich schon vergiftet bin. Und man macht's fertig. Guter Junge. Habe ich alles, was ich brauche. Nur keine Schaufel. Gehen wir zurück zu Sunny. Oh, Sunny. Das ist immer gefährlich, wenn man daherkommt. Müsste bald wahrscheinlich mal schlafen. Mal schauen, Giant lebt auch noch. Jetzt schon leid, was ich gleich begehen werde. Ich kann reparieren, habe ich gerade gemerkt. Ich kann ja reparieren. Arr. Ach, geht doch. Sonst noch was? Nein. Nein. Let me see what you got. Yeah, these'll do. Healing powder. Hey, that's not bad, see? All it... She'd be... Cool. Oh, that's it. Oh, boy. Shit, wieder volles Leben. Okay, doch nicht. Sie hat kein volles Leben mehr. Yay, ich level up. Das hat ein bisschen wehgetan. Das hat ein bisschen wehgetan. Au. Ah, wo haben wir Dogpick? Zu wenig. Ladykiller. Ja, jetzt nehmen wir gleich den Rio. Oh, warte mal. Ah, nein, das zuerst. Das zuerst. Ah. Das diesmal nicht. Sorry, Mädel. Muss ich schauen, dass ich repariere. Okay. Kann ich nicht reparieren. Gentleman Cowboy Head. Kann ich reparieren. Wie viel? 6, 12. Ich möchte einmal anziehen. Ist gerade egal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab nichts safen hier drin. Okay. Dann gehen wir zurück in die Stadt. Das ist da. Ah ja, ich kenne dich. Ah, verdammt. Kein gutes Ziel. Willst du eine Granate werfen? Verdammt. Er will keine Granate werfen. Er ist tot. Bottle Caps. Ja, yes, das braucht man. Hundefleisch. Verdient der Typ. So. Wer gibt denn einen Hund? Okay, gehen wir eine Runde schlafen. Mir verdient. Das war eine kurze Runde. 7 Stunden. Später. Hello there. It's good to see a friendly face. I almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade. I'm missing a few essentials and... Ah, screw this.
Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for... Don't follow me or live longer. He's killed more... Ah, oh, dummer Mann. Danke für deine Bottle Caps, alter Mann. Kein Wert, das sind die guten. Ach, steht einfach auf neben mir, während ich da schlafe. Was für ein kranker Typ. Gibt's nicht viel Interessantes. Falls ich jetzt schon gestartet habe. Schauen wir mal. Muss nur aufpassen, die haben überall Minen. Yep. Nein. Falsche Taste. Die haben überall Minen. So eine Mine killt einen ziemlich schnell. Aber mal schauen, ob die mit mir verhandeln können. Oder ob das einfach nur irgendwelche Typen sind mit den Lookout-Slots. Sind das keine Minen da unten? Ah, ich werde sowieso alles umbringen in der Zukunft. Aber noch nicht jetzt. Ja, verdammten Psychopathen. Ah, wo sind meine Sunset Sarsaparillas? Essen könnte ich was. Zucker braucht der Mann. Keine alten Namen hier. Doch, ich werde jetzt den Schädel unterjagen. Aber die sind da am Anfang zu gefährlich zu bekämpfen. Zu viel Leben. Okay. Das wird jetzt interessant. I'm done being nice. Hey, didn't get some far entertainment enough, did you? Finally. Cha-ching. What do you want? Okay. Yeah. Ich will danach schauen. Come on. Bluthungrig, der Typ. Ich hab genau einen Platz. Run good Springsfield. Sigur. Es wird alles gemördert. Ist sich nicht mal das Mörder. Guter Brown, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt schon zu viel Inventar und kann nichts verkaufen. Was haben wir denn hier? Wer denkt, der kann da einfach seine Gartenarbeit machen? What the? I got you now. Ja, hast du. Der gute Doktor, dem wird das egal sein. Ich meine, wenn man Rifle reparieren, verdammte falsche Tasten wieder. Yep. Komischerweise läuft's. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich gerade überlebe und es einfach nur läuft. Mit der super aggressiv Taktik. Ich schätze, Ringo ist next dran. Aber es sind die guten DLC-Waffen halt. Guter alter, neutraler Doktor. Hallo Mann. How are you holding up? Ja, ich töte alles. Ich töte alles, Mann. Okay.
Ah, ich hab so viel mit. Nehmen wir den Vektor. Jumpsuit. Boah, der hat so viel Gewicht. Weg damit. Muss ich wieder was kaufen bei ihm. Verdammt, sind die teuer. Der robbt mich aus, der Typ. Sehr, ist so viel Platz kostet hier. Ja, Eko-Kacke. Okay. Sieht schon besser aus. Und der Flash kannst du haben. Das ist von einem Freund. Verdammt. You take care. Die Steam-Version runterladen auf Deutsch, den Save auf die Steam-Version geben und dann mit der Steam-Version weitermachen. Das wäre ein Plan. Aber ich glaube, ich lege mich schlafen hier. Nein, nein, nicht in dieses Bett. Ich lege mich ein anderes Bett schlafen. Welches Bett? Neben Doc Mitchell, da fühle ich mich wohl. Nein, nein, darf ich auch nicht. So kein Bett für mich? Verdammt. Lebe. Ich lebe. Machen wir noch einen aggressiven Push? Sicher. Shotgun ist so gut. Das wird sich schon auszahlen. Mal speichern. Ah, ich habe bei dem Spiel immer das Gefühl, meine Aufnahme wieder abglitschen und verloren gehen. Jetzt immer gucke, wer. Okay. Er hat verfehlt bis jetzt. Ja, die Shotgun ladet sogar nach Wets. Ist ja krass. Oh, gut. Gut. Ringo dort. Ich habe sowieso keinen Inventarplatz. Ah doch, habe ich wieder ein bisschen was. Dumpt die Shotgun gut. Das wäre sein Outfit, dann nehmen wir es. Verdammt ist die Shotgun gut. Die wird mich jetzt schon carryen durchs Let's Play. Schätze, das DLC ist einfach schon alleine gecheatet. Oh je. Yeah. Gut. So viel gute Gurke, hey. Richtig? Nein. Brauche ich eigentlich auch nicht. Survival werde ich nie ausnutzen. Verdammt! Wollte mir noch alles geben. Okay, ich fühle mich cool. Was ist das? Stehlen. Ist doch schon tot. Da kann doch niemanden mehr was. Ist. Das ist der nächste Plan, schätze ich mal. Ist einfach in Deutsch runterladen. Den haben wir hier drüben. Du. Töten. Eine andere Waffe. Oh ja. Oh, gut getroffen. Ist halb zersoffen oder so. Okay. Okay. Wir haben uns hier durchgemesselt. Und wir leben noch. Und wir leben noch. Sehr krass. Hätte ich mir nicht gewartet, dass das so gut läuft. Hab ich da schon mal reingeschaut?
dieses Haus noch. Niemand zu Hause, ich habe zu wenig Inventarplatz zum Looten. Bordergänger pushen macht nicht viel Sinn. Das brauche ich. Totkanoni ist das Wichtigste. Okay. Okay. Schätze, ich kann mir jetzt überlegen, die Steam-Version runterzuladen und den Save-File dann rüber zu kopieren. Das nächste ist so, dass ich irgendwo nochmal mit Reden auch spielen kann und nicht einfach nur alles abmurkse. Oh, angenehm. Mal nicht das mit Reden zu spielen. Mit Leuten reden und einfach nur mal drüber zu fahren. Part 1 vorbei. Yay.